letzte Nacht so drin. Ja, guten Morgen, Yuki. Heute ist der große Tag. Und damit mal wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video, Leute. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Bei uns ist es jetzt gerade kurz nach 10. Wir haben gerade die beiden YouTube-Premieren gemacht. Und für uns ist heute wirklich ein ganz, ganz großer Tag. Und zwar bekommen wir einen zweiten Welpen! Hast du gesehen, wie Suki rübergehüpft ist? Oh mein Gott, Leute, wir freuen uns wirklich schon seit einem halben Jahr auf diesen Tag. Und heute, der 4. Juli, ist es endlich soweit und die kleine Suki bekommt heute ein kleines Geschwisterchen. Oh mein Gott, ich glaube, sie ist auch schon ganz aufgeregt. Ich glaube, Hunde können das auf jeden Fall spüren. Ich habe mir schon immer gewünscht, dass Suki ein Geschwisterchen bekommt, weil ich selber bin auch kein Einzelkind. Ich habe einen kleinen Bruder. Julian hat auch drei Geschwister und ich dachte mir, das ist einfach viel, viel schöner, wenn die Hunde quasi im Rudel aufwachsen und immer jemanden haben, der an ihrer Seite ist, mit dem sie kuscheln können, mit dem sie spielen können. Und wenn wir mal weg sind, Julian und ich, dann haben die sich einfach gegenseitig. Deswegen freue ich mich einfach so krass. Ich bin so, so gespannt auf den kleinen Racker. Wir warten jetzt hier im Garten und haben uns hier ein Käffchen gemacht. Heute werden meine Eltern den neuen Welpen abholen, weil unser Auto leider noch in der Werkstatt ist. Aber sie sollen auf jeden Fall ein bisschen mitfilmen. Und dann werden wir hier den kleinen Racker gleich begrüßen gemeinsam. Heute ist der 24.05. und wir werden heute das allererste Mal unsere kleine Ayu sehen. Sie ist heute ungefähr 4 Wochen alt und ich bin einfach... Vor einem Monat ist sie auf die Welt gekommen. Ja, ich bin einfach schon so nervös. Ich freue mich so heftig drauf, sie das erste Mal zu sehen. Wobei die natürlich noch nicht so verspielt sind oder so in dem Alter. Also die sind eigentlich noch ganz ruhig, aber wir schauen uns die Kleine jetzt mal gemeinsam an. Jetzt hast du sie das erste Mal im Arm, ne? Ja, ganz ruhig. Also das hier ist mein Daumen, damit ihr mal einen Größenvergleich habt. Leute, es ist soweit. Hier ist unser kleines Baby. Hier ist die kleine Ayu. Du bist noch ein bisschen schüchtern. Die ist ganz, ganz müde noch. Die ist einfach so klein. Schaut mal, Leute, hier ist meine Hand. Die ist so mini. Jetzt darf sie sich erstmal hier ein bisschen umschauen. Und dann holen wir gleich Suki dazu. Da bin ich schon so gespannt. Das ist noch so ungewohnt, weil die reagiert ja noch gar nicht auf den Namen. Ja. Ayu nennen wir die kleine Maus. Ja. Und Ayu ist japanisch und heißt die Schöne. Der große Augenblick, die Zusammenführung von Suki und Ayu. Ich bin so gespannt. Ganz vorsichtig ist sie. Ich glaube, die muss erstmal schlafen, eine Runde. Mittlerweile sind schon wieder 2 Stunden vergangen und ich flüstere jetzt ein bisschen, weil die kleine Ayu immer noch schläft. Schaut sie euch mal an, wie süß sie ist. Sie ist so kaputt, Alter. Ich glaube, die hat so wenig geschlafen wie wir heute. Können. Die schläft nur. Die kleine Ayu ist endlich aufgewacht und sie isst hier auch schon ein paar kleine Leckerlis. In der Zwischenzeit gibt es für uns ja Abendessen. Ich habe mir beim Griechen Hähnchenspieße bestellt mit Reis und ein bisschen Tzatziki. Um es noch ein bisschen gesünder zu haben, noch ein bisschen extra Eiweiß, Salat mit nochmal ein paar Hähnchenstreifen. Suki zum Beispiel hat einen richtigen stabilen Panzermagen. Bin mal gespannt, wie das mit Ayu wird. Ich habe mir natürlich auch was bestellt beim Griechen. Ich habe mir hier so Knoblauchpita bestellt. Dann einmal Tzatziki. Hier auf gesunde Basis angelehnt einen Salat. Und hier noch so eine geile griechische Nachspeise. Und wir haben jetzt mal die kleine Ayu zu uns rauf auf die Couch geholt, damit sie quasi ins Rudel integriert wird und nicht alleine unten sitzen muss. Guten Morgen, Friends! Heute ist ein neuer Tag. Die kleine Maus ist auf jeden Fall jetzt ganz, ganz anders als gestern. Es ist mega krass. Die hat sich wirklich total verändert. Die waren gestern so müde. Die hat die ganze Nacht durchgeschlafen. Alles richtig, richtig entspannt. Und jetzt ist sie schon richtig aufgetaut. Suki und Ayu haben auch schon ein bisschen miteinander gespielt und sind ein bisschen auf Tuchfühlung gegangen. Und
Damit weil uns das Wohlbefinden von unseren zwei kleinen Hundebabys sehr, sehr am Herzen liegt, habe ich mir hier einen Allergietest bestellt von Vetevo. Und zwar haben wir hier den Test auf Überempfindlichkeiten. Das ist der Allergietest Pro. Und den kann man super, super einfach anwenden. Ich habe den jetzt gerade schon hier mit Ayu gemacht. Mit Zuki werde ich den Test auf jeden Fall auch noch machen. Dieser Test testet über 250 Futtermittel, 120 Gräser und Pollen und 32 verschiedene Zusatzstoffe, weil oft kann es einfach sein, dass Hunde auch Unverträglichkeiten, zum Beispiel Gluten oder einfach gegen irgendwelche gewissen Substanzen allergisch oder überempfindlich reagieren und dadurch kann es sein, dass sie halt häufiger niesen müssen, sich kratzen oder einfach ein generelles Unwohlsein haben. Und da wir auch noch auf der Suche nach dem perfekten Futter für Ayu sind, ist es, finde ich, eine richtig coole Option, das von vornherein schon mal alles auszuschließen, damit man safe ist. Der Test ist so kindereinfach in der Anwendung. Und zwar zeige ich euch das jetzt mal, wie wir das mit Ayu gemacht haben. Man hat hier ein kleines Teststäbchen, das gibt man 10 Sekunden in den Mund von dem Hund an der Schleimhaut. Da wird dann quasi die Probe entnommen, dann schickt man das hier in so einem kleinen Röhrchen wieder zurück. Also ich hatte den Test wirklich innerhalb von 10 Minuten durchgeführt. Das ist super easy. Man bekommt das Ergebnis dann innerhalb von 2 Wochen auf sein Handy. Und zwar gibt es hier auch die App von Vetevo. Da habt ihr dann die ganzen Testergebnisse und könnt alles einsehen. Also wirklich super, super einfach gemacht. Bei Vetevo könnt ihr auch ganz viele andere Sachen testen lassen. Es gibt zum Beispiel Wurmtests, DNA-Tests, die zum Beispiel die Rasse eures Hundes bestimmen können. Wenn ihr zum Beispiel aus dem Tierheim einen Hund geholt habt und euch nicht sicher seid, welche Rasse der ist. Ich habe euch mal die Seite in die Infobox verlinkt, da könnt ihr das sehr, sehr gerne mal abchecken. Hier ist jetzt auch schon die kleine Maus, die sieht auch schon viel, viel aktiver. Gell, mein Schatz? Ich habe einen Zungenkuss bekommen und Suki steht auf meinem Rücken. Gehen wir raus in den Garten? Das Wetter heute ist auch echt nur ein Traum. Gestern hat es ja voll geregnet, Julian hat auch schon den Rasen gemäht. Und die zwei Ladies vergnügen sich hier ein bisschen im Garten und spielen. Schaut mal, was wir auch geholt haben. Wir haben einfach einen Pool gekauft für die zwei Kleinen. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob die den auch annehmen werden und ob die da auch Lust haben reinzuhüpfen. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ich will mal baden gehen, Ayu. Warum haben wir uns für einen zweiten Hund entschieden überhaupt und warum wieder für einen Zwergpudel? Also ich muss sagen, ich habe mir schon immer für Suki eine kleine Schwester gewünscht, weil ab und zu, wenn wir halt mal unterwegs sind im Gym oder halt einfach mal ein paar Stunden Video drehen in der Stadt, können wir Suki nicht jedes Mal mitnehmen und ich wollte einfach für sie auch, ich bin selber auch mit einem kleinen Bruder aufgewachsen, es ist einfach super, super schön, wenn man immer ein Geschwisterchen hat, was immer da ist, mit dem man spielen kann und einfach so ein Buddy for life. Julian hat ja auch 3 Geschwister und deswegen war das eigentlich von Anfang an klar, dass ich irgendwann auch meinen zweiten Hund haben möchte und für uns war es halt super wichtig, auch einen kleinen Hund wieder zu holen, den wir auch leicht mitnehmen können und auch einen Hund, der nicht hart oder so, der nicht so viel Dreck macht. Das ist jetzt zwar eher nicht der ausschlaggebende Punkt gewesen, aber wir wollten einfach wieder einen Zwergpudel, weil wir so zufrieden waren mit Suki. Genau. Sie ist so ein toller Hund, super intelligent, clever, brav, hartnäckig. Man kann es überall mitnehmen. Ja, und das Gute an den Pudeln ist einfach, dass sie sehr, sehr menschenbezogen sind. Das heißt, sie möchten eigentlich immer beim Menschen sein. Die sind sehr aufmerksam, sind auch sehr lernfähig. Und wir haben uns einfach in die Rasse Zwergpudel verliebt. Und auch jeden, den wir kennenlernen, der jedes Mal in Suki verliebt und findet es halt so süß, dass Suki alle Menschen liebt und so. Und deswegen auf jeden Fall nochmal ein Zwergpudel. Wir haben Ayu auch von derselben Züchterin, von der wir Suki haben. Kann ich euch sehr gerne mal in die Infobox ihre Website auch packen. Pudel vom Hochfelder Tal. Wenn ihr euch einen Hund holt, entweder bitte vom Tierheim oder von einem richtigen Züchter. Ja, und nicht irgendwie eBay-Kleinanzeigen oder Tier-Kleinanzeigen. Also informiert euch da wirklich und auch bevor ihr euch einen Hund holt, überlegt es euch wirklich sehr, sehr gut für uns und wir sind auch echt super, super glücklich jetzt mit den beiden. Jetzt fühlt sich das für uns wirklich an wie so eine Happy Family. Wir haben die beiden Kinder hier, die spielen miteinander und wir sind sehr, sehr glücklich. Wenn ihr unsere zwei kleinen Mäuse auch gerne weiter verfolgen möchtet, ihr werdet natürlich hier in den YouTube-Videos die beiden immer wieder mal sehen, aber ihr könnt auch auf
auf Instagram unter Suki and Ayu vorbeischauen. Ich verlinke das euch auch in die Infobox und schreibe es euch hier nochmal rein. Da werdet ihr auch tägliche Updates von den kleinen Mäusen sehen, vor allem von Ayu natürlich. Und ja, meine Lieben, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat und ein bisschen euer Herz aufblühen hat lassen. Ihr könnt jetzt noch gerne bei Julian vorbeischauen. Da hat nämlich Ayu einen Tag lang bestimmt, was wir beide hier essen müssen und wie viel wir davon essen müssen. Wie viel vor allen Dingen. Das Video drehen wir nämlich gerade. Und sonst würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und ich hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.